So ist es aber nun mal. Wenigstens habe ich schon mal einen Großteil meiner geilsten Karten noch getoploadert. Das ist gut. Das fühle ich. Alle werden sich auch so denken, ja, Polaris, warum nimmst du dir nicht eine Auszeit oder so? Schön und gut, Leute, dass es über eine Auszeit geht, aber eigentlich wollte ich im Sommer schon eine Auszeit machen. Ich habe da nur eigentlich Shorts hochgeladen und mich halt ausgeruht, aber eigentlich sollte ich jetzt wieder durchziehen bis in den Winter. Es ist momentan sehr schwierig, muss ich tatsächlich sagen, auch was Dings angeht. Dass ich da überhaupt eine Pause machen will oder überhaupt. Das ganze Thema ist halt keine leichte Thematik, muss man einfach sagen. Und es kann auch sein, ich bin so müde, weil es einfach sein kann, weil ich momentan halt Schlafrhythmus habe. Weil der kickt halt schon ordentlich rein. Kann auch sein, ich mache heute nicht wieder bis 2, sondern nur bis 1, weil ich halt einfach, keine Ahnung, komplett müde bin. Und kaputt. Kann aber auch vom Tag kommen heute, was ich alles gemacht habe und was weiß ich daraus alles. Kann alles gut sein. Alle werden so wahrscheinlich so zu mir sagen, ja, du hast wahrscheinlich einfach gar keinen Bock mehr Fortnite zu zocken und so weiter. Ich meine, zu dem würde ich jetzt nicht plädieren. Ich finde Fortnite ist immer noch ein sehr geiles Game, auch nach 5 Jahren jetzt noch. Auch wenn ich erst seit 4,5 Jahren mit dabei bin und ich erst nächstes Jahr auf die 5 Jahre zugehe, aber sei es drum. Ich bin dem Spiel immer treu geblieben. Das werde ich wahrscheinlich auch noch sein, natürlich, solange es noch geben wird oder was weiß ich. Weil eigentlich wissen die Zuschauer ja auch eigentlich, wie meine Meinung dazu steht und wie das auch allgemein laufen wird, falls jemand wieder mit dieser doofen Thematik, über die ich letztens geredet habe, wieder damit anfangen sollte, dann ist der gute Kollege halt nach einer Warnung, wenn er danach noch was sagt, weg vom Fenster. Wisst ihr, es sind jetzt schon, glaube ich, 2-3 Tage vergangen, seitdem sich der eine Typ gar nicht mehr dazu gemeldet hat. Also, ganz komische Thematik, wenn ihr mich fragt. Er hat sich ja nicht mehr dazu gemeldet, zu dem Ganzen. Ich glaube, der hat es dann gar nicht mehr eingesehen, da großartig noch was dazu zu schreiben. Würde ich aber an seiner Stelle auch nicht machen. Läuft halt auch nicht gescheit, habe ich so das Gefühl. Sorry auch dafür, falls ihr das irgendwie von mir anders gewohnt seid, dass ich eigentlich normalerweise fitter bin oder halt einfach so drauf bin, dass ich quasi sagen würde, okay, ja, ich würde jetzt easy noch 2 durchziehen oder so, aber... Sie hat einfach besseres Leben als ich, kapiert.
Vor allem die meisten sind halt wirklich wieder insane am Arena-Playen. Wisst ihr, viele werden mich jetzt fragen, ja ey Polaris, warum playst du nicht auch Arena und so weiter? Vielleicht gehst du wieder Arena rein oder so. Nee, ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich fühle es mit Arena auch gar nicht mehr, weil ich zock das jetzt nicht, weil Arena einfach so eine Sache ist. Ich zock erstens mal kein Arena. Und wenn ich nicht im Weltpass relativ weit bin. Oh Gott, Alter, was ist denn heute los? Bei ihr ist es, bei ihr ist es der Magen, der durchdreht, und bei mir ist es die Müdigkeit, die reinkickt jetzt, oder was? Aber ich schwöre euch, ich bin so müde gerade, ich weiß nicht, was los ist. Wenn es gar nicht mehr geht, dann höre ich eh gleich auf, weil dann hat es ja keinen Zweck. Bin ich euch ehrlich. So wie es ist. Weil das hat dann keinen Sinn. Ich werde natürlich dazu noch ein Video machen, wo ich mich dazu auch rechtfertigen werde, aber warum ich da jetzt aufgehört habe oder warum ich da jetzt plötzlich den Stream beendet habe, aber keine Ahnung. Ich würde es noch bis Mitternacht durchziehen und dann halt schlafen gehen, weil, oder wahrscheinlich halt in Richtung Bett gehen, weil ich bin heute, glaube ich, nicht mehr in der richtigen Verfassung überhaupt was zu machen. Das ist schlimm heute. Oh, Digga. Jetzt muss ich mich gerade hier orientieren, sonst bin ich raus. Nee, Chat, ich muss einfach an der Stelle heute einfach, glaube ich, wirklich sagen, ich muss den Dings, ich gehe, glaube ich, heute wirklich um Mitternacht weg, Alter. Ich bin halt um Mitternacht, denke ich mal, weg. Weil das Ding ist, ich bin einfach viel zu müde. Ich kann nicht mal richtig Fortnite spielen, ich merk's. Ich bin einfach momentan richtig durch, ich habe keine Ahnung warum. Weil die Dings, die Geburtstagsaufgaben haben wir auf jeden Fall schon mal fertig. Das ist geil. Ich sag ganz ehrlich, ich mach heute nur bis Mitternacht Chat und dann bin ich auch raus. Packt es gab heute echt nicht. Der Tag, der war heute einfach so anstrengend und allgemein, ich bin einfach heute, glaube ich, nicht in der Verfassung. Jetzt relativ leicht zu besiegen. Zwei Schüsse gefunden. Doppelter Sovereign Lazy Lagoon und sonst noch. Bei dem Ort, wo ich schon kenne eigentlich. Ganz komisch.
Ich glaube, irgendwie habe ich so das Gefühl, momentan ist so eine Zeit, da sind die Chromrabe. Digga, was für ein Trittbrettfahrer, Alter. Der fährt trotzdem mit zerschossenen Reifen weiter. Der hat auch Eier aus Stahl. Fährt einfach mit zerschossenem Reifen weiter. Krasser Typ. Krasser Dude. Auf jeden Fall. Nee, Chat, ich habe irgendwie so dieses Gefühl, momentan sind alle so richtig lasch und kaputt und so weiter. Einfach, weil es jetzt langsam wird, es wieder Herbst und so weiter. Aber momentan ist so diese Zeit, okay, da ist wirklich jeder lasch und einfach kaputt, glaube ich irgendwie. Momentan sackt es ordentlich rein. Also bei mir könnte ich es vorstellen, dass es bei mir heute reinsackt, einfach weil ich müde, kaputt bin und alles. Und ja, keine Ahnung, vielleicht hänge ich auch etwas unten, kann gut sein. Ich meine, natürlich, ich habe mich heute nicht ganz unbeteiligt und alles und saß nur die ganze Zeit auf meinem Hintern und habe nichts gemacht. So ist es nicht. Das soll ja auch keiner von mir denken, quasi. Aber das Ding ist halt, es ist halt schwierig, ne? Es ist halt schwierig. Viele, die aber so sagen, ja, aber Polaris, Level Grinden war doch immer so deine Leidenschaft, oder du bist doch ordentlich ein Level Grinder und so weiter, wir kennen dich doch, wie du bist und so weiter. Natürlich weiß ich selber, dass ich ein sehr extremer Level Grinder bin. Und natürlich an dieser Einstellung wird es wahrscheinlich auch so gut wie gar nichts ändern. Ist ja klar. Aber man muss halt auch mal quasi Grenzen setzen und so weiter. Es gibt manche Sachen, über die ich mir schon momentan meinen Kopf zerbreche, natürlich, Chat. So ist es nicht. Wie unter anderem das mit dieser Pokémon-Sache. Da weiß ich auch noch nicht, was ich nächsten Monat direkt machen werde und so weiter, weil ich finde eigentlich, ich habe meinen Standard momentan sehr ausgereizt, dass ich vielleicht mal wieder ein bisschen auf rückhaltige Spur gehen sollte und so weiter. Also das ist so quasi diesen Hintergedanken habe ich gerade im Kopf, aber kann auch sein, dass ich mich nochmal umentscheide, vielleicht nochmal ein, zwei Dinge mache und das dann einfach gut sein lassen werde, weil ich auch nicht mehr so viel Geld hier reinpayen will und alles, keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja Leute, die schon sehr viel Geld da reinpayen und so weiter. Deswegen, das muss ja nicht sein. Nur so auf nebenbei gesetzt. Wie zum Beispiel ein Trimax mit 15.000 Euro für ein Pikachu zum Beispiel. Nur ein Beispiel. Mal weg, Schmutzspecht.
Ja, Auto-Aim, ich glaub's auch noch. Ach komm, leck mich doch. Ja, Auto-Aimer, sein Urgroßvater, wir haben's kapiert. Also wenn der Typ jetzt alles trifft, Alter, ich schwör's euch. Er hat mich so runtergelaut, das ist doch safe ein Hacker. Das kann mir niemand erzählen. Oder noch besser, Stream-Sniper. Mal wieder hochheilen, nachdem der Typ mir so eine Schelle gegeben hat, dass es schon nicht mehr witzig ist. Head Spray ist sehr gut. Hochheilen. Kapi. Einfach nur goldene Items. Let's go. Ja, genau. Genau. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Mann. Wahrscheinlich, wie? Vor allem, ich sehe ihn nicht mal und er... Ja, ich... Ja, komm, er hackt doch. Nee, er hackt einfach. Er hackt. Spieler melden. Nee. Das sag ich nicht, ey. Tut mir leid. Aber muss man einfach so festhalten. Es ist einfach ein Hacker. Ich kann's euch nicht plausibler geben. Der Typ muss ein Hacker sein. Weil das, was der gerade geplayt hat, das war Dings. Das war kein normaler Spieler mehr. Ich sag euch, das ist nicht mehr normal. Nee, ich würde jetzt noch eine Stunde das Chatting machen und das dann noch gut sein lassen, also ehrlich. Also ich. Bei sowas kann ich echt nicht locker bleiben, ich sag's euch. Da ist bei mir vorbei. Ah. Machen wir noch das Chatting und dann bin ich für heute raus. Ich habe irgendwie so das miese Gefühl, das bringt nichts. Ey. Let's go. Papa, wer ist der hässliche Mann? Also. Ja, denk dein Kind am Bein, ich mach mit Polizist. Was geht's mit der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's. Ja, so macht man das. Bring deinen Kindern bei, wie man mit Polizisten spricht. Oh. Hauptkommissar Ronny hat ein Problem. Oh, seit über 7 Jahren arbeitet er jetzt schon als Polizist in Wesseburen. Wieso arbeitet er seit 7 Jahren Polizist, wenn er einfach nichts geleistet hat? Das ist fast wie unsere Polizei. Konnte jedoch bisher kaum große Erfolge vorweisen. Die Situation ist angespannt. Wenn ich in den nächsten Tagen... Der findet bestimmt wieder irgendwo Drogen, wo keine Drogen sind. Oder der findet keine Drogen, wo Drogen sind. Mhm. Keinen größten kriminalistischen Erfolg verweisen kann, dann... Ja, dann...
Da kann ich immer noch Influencer in Dubai werden, oder? Gib mal eine Telefonnummer. In Dubai kannst du... Ja, mach doch, mach doch. Nein, Ronny muss weiter an der Sache bleiben. Die Ronny-Folgen müssen weitergehen. Und Ronny ist nicht mehr so... Da gibt es keine Ronny-Folgen mehr ohne Ronny. Trotz des humorvollen Seitenhiebes auf gewissenlose Influencer steht Hauptkommissar Ronny unter einem enormen Druck. Bei seiner heutigen allgemeinen Verkehrskontrolle muss ihm ein großer Fisch ins Netz gehen. Sie sind nicht zufällig ein Fisch? Bitte? Voll dumm, Sie sind nicht zufällig ein Fisch. Egal, Ihren Führerschein hätte ich gerne mal gesehen. Na, der will also einen Fisch im wahrsten Sinne des Wortes ins Netz gehen lassen. Oh, das scheißt mich aber ein. Also, Frau... Ja. Schmidt, wenn das denn ihr richtiger Name ist. Wo seid ihr denn so? Er zweifelt ja am allen, Alter. So spät noch hingehen. So spät? Das sieht nicht spät aus. Es ist 16 Uhr. Geh mir nicht lang. Okay, das ist spät, Alter. Reden wir nicht im heißen Brei herum. Wer ist Ihr Auftraggeber? Herr Krieger, Frau. Für wen liefern wir? Für Ahmed. Ahmed, also, ja. Der Name hört sich ja schon ziemlich verdächtig an. Nein. Jeder Name verdächtig bei Ronny, ey. Das ist wirklich jeder Name verdächtig. Ahmeds Dönerladen. Ich bin der Lieferservice. Ach, was? Familie Siebke. Fuchsdöner, lecker. Hat 3 Döner bestellt. Einen mit scharfer Soße, einen ohne Zwiebeln und einen... Mit Marihuana. Schön high werden vom... Mit Marihuana. Das ist geil. Da will bestimmt gleich die Döner kontrollieren. Döner. Döner fressen, genau. Frau Schmidt, ich gebe Ihnen jetzt noch eine Chance, mir zu sagen, wer Sie wirklich sind. Ich bitte Sie, ich habe einmal in meinem Leben einen Strafzettel bekommen. Wegen Falschparkens. Aber das ist schon ewig. Alles klar, Frau bestraft sind Sie auch noch. Langsam kommt die Wahrheit ins Licht. Hä? Soll ich Ahmed nicht mehr? Er kann alles bestätigen. Natürlich. Rufen Sie den Drogenboss an, damit er abhauen kann nach Mexiko. Aus der Türkei. Türkei, Mexiko, Jugoslawien. Wo ist denn da der Unterschied? So einiger, aber gut. Hauptkommissar Ronny ist verzweifelt. Es ist kurz nach 16 Uhr. Ich denke eher, dass die verzweifelt ist und nicht Ronny. Sein Feierabend nähert sich rasant und noch immer ist ihm kein großer Fisch ins Netz gegangen, der ihm seinen Job sichern könnte. Ja, das. Oh Scheiße, es hängt alles davon ab, dass du was leistet. Na gut, ist ja eigentlich überall so. Was dann wohl mit Ronny? Nein! Das ist alles Mickey Mouse. Ja. Hat jemand eine Idee, wie man ansonsten Dubai-Influencer-Vertrag haben kann? Entschuldigung, ist das eine Kontrolle? Ein Dubai-Influencer-Vertrag. Der ist cool, so ihn hole ich mir hoch, Mann. Und da darf ich weiter. Fahren Sie weiter. Alles klar. Wie behindert ist das denn? Der hat bestimmt was dabei. Die Familie wartet schon. Oh oh. Moment mal. Die Familie wartet schon? Ja, meine Eltern. Wir wollen Kaffee trinken. Wie heißen Sie denn mit Nachnamen? Mit Nachnamen? Nicht zufällig. Escobar. Nein. Was möchten Sie denn? Ich will gerne mal Ihren Führerschein sehen. Papa, wer ist der hässliche Mann? Also, ja, bringt ja Kindern bei, wie man mit Polizisten spricht. Er ist der hässliche Mann. Alles gut, Lukas. Das ist nur eine Verkehrskontrolle. Ja, voll also Stück Papier, her, Alter. McLovin. Mit Regenbogen drauf. Na, so ein Ausweis habe ich auch. Steht da Hawaii. Aus Honolulu. Ja, B. Hawaii. Ja, passt doch. Das ist ja ähnlich. Alles klar, dann gehen wir weiter fort. Im Kopf. Ach, kein Wunder, dass er nichts hinkriegt, Alter. Raumsyndrom. Lukas. Beste Ware. Mein Kind hat eine blühende... Ja, nimm das Kind mit zum Drogendeal. Das ist das Beste, was du machen kannst. Fantasie. Ach, so sind die Kinder, weißt du? Diese Fantasie immer. Denken sich immer Sachen aus, die gar nicht da sind. Wahnsinn. Kartoffelrahmen öffnen, aber sofort. Ah, ich dachte schon, Ronny lässt sie weiterfahren. Das wäre jetzt echt blöd gewesen. Hm. Oh, oh. Was ist denn mit dem Koffer? Ich soll ihn für einen Bekannten mitnehmen. Ist alles in Ordnung? Schönen guten Tag. Hauptkommissar Ronny, mein Name. Ja. Voll dumm, der hat sich doch gerade... Ach komm. McLovin, wir haben doch ein kleines Problem, über das ich mich sehr freue. Oh nee, oder hat er sich schon vorgestellt? Nee, der hat bloß einen Führerschein verlangt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß leider nicht, was Sie meinen. Er meint das Falschgeld, das gestohlene Gold und die Drogen, Papa. Oh, danke. Warum hast du Falschgeld dabei, wenn du eh schon Goldbahn hast, Mann? Mein Sohn, vielen Dank. Sehr gut, junger Mann. Na gut, das Falschgeld kannst du irgendwo zu echtem Geld machen. Gibt ja noch genug Möglichkeiten, denke ich mal. Ah, nee, haben ja alle Lesegeräte. Na gut, auf dem Flohmarkt. Polizist werden. Bist du ein... Ich glaube, das hätte ich vielleicht jetzt nicht sagen sollen. Polizist? Ja, aha. Dann lieber nicht. Wie gesagt, ich wusste das alles. Geil. Balabaraba, Herr McLovin. Sie sind der Grund, warum ich heute meinen Job nicht verliere. Best Leben. Das geht nicht. Tut mir leid, Junge, dein Vater war unartig. Aber wir müssen doch noch die Organe verkaufen. Oh.
Das wird mich riesen Jackpot für. Außerdem hat er die voll in der Hand, Mann. Was soll das denn? Ronny, irgendwas Blödes wird jetzt nachpassieren. Was halt die Fresse? Ihr müsst also noch Organe verkaufen. Ich weiß nicht, wovon er. Weil hat er die einfach so in der Hand, Alter. Redet also. Aber sagt, dafür ever. Bekommen wir 100.000 Kröten auf dem Schwarzmarkt. Wer möchte mir seine Organe leihen? Ah ja? Kröten sind eklig. Ich fasse mal zusammen, Herr McLovin. Illegaler Besitz von Drogen, Falschgeld, Goldbarren geklaut und Organhandel. Baby, das ist kein Fisch, das ist ein dicker, fetter Pottwein! Wie sieht's denn mit Marihuana aus? Nein. Ist in Papas Tasche. Sehr geil. Was würde passieren, wenn der Vater einfach sagt, ja, hab ich hier in der Tasche? Sagt dann das Kind, der Papa Lü. Balu, das ist dein Scheiß ernst. Bitte, Herr Hauptkommissar. Ich hab Familie. Ja, die Narcos oder was? Also, volles Programm. Einmal mit dem Pusten so lange, bis ich Stopp sage. Oh. Weiter. Perfekt. Und ein Kumpel, der ein Bier getrunken hat, bei dem wir 0,3 oder so angezeigt. Weiter. Ja, voll erledigt, dumm. Mein dicker, fetter Pottwein schon wieder gerade ins Meer. Wieso läuft der hoch weg vom Auto, wenn ein RTW ruft? Das ist der beste Bulle der Welt. Tschüss, die Trottel! Ja. Das war's dann wohl. Ja, das war's. Ach, nee. Ich hab ja immer noch den Führerschein! Oh, das ist dumm, der ist gefälscht. Kommissar, der bringt dir also mal überhaupt nichts. Oh nee, hoffentlich war das nicht wirklich die letzte Folge von Ronny, das wäre nicht cool. Aber der kriegt noch eine Chance, also ich gebe noch eine, ja. Ja, so läuft es. Nimm's doch drüben! Nein, nein. Wunderbar, Test bestanden, gute Fahrt! Was? Ja. Was geht's, meine so Frau? Läuft's! Recht herzlich willkommen, bis mit drüber. Let's go. Schönen guten Tag, Herr Kommissarin, mein Name. Allgemeine Verkehrskontrolle. Wir suchen heute mal nach Drogen. Ich würde ganz schnell, ganz weit wegfahren. Machen Sie bitte mal den Kartoffelraum auf, ja? Ja, okay. Ach nee. Oh, was sogar, haben wir denn? Es sind aber keine Drogen, also kann er sich nicht beschweren. Doch. Eine Leiche. Na, da können Sie aber froh sein, dass wir heute nur nach Drogen suchen, mein Freund. Dumm. Wenn das jede Polizei so machen würde, dann würde jeder mit der Leiche im Kofferraum rumfahren. Na gut, was ist, wenn der Leichensuchtag ist? Würde Gott mit Drogen rumfahren? Was? Gute Wetterfahrt! Doch, Ronny, in der Polizeikontrolle. Allgemeine Verkehrskontrolle. Okay, das war mal echt cool. Ach, das sind verschiedene Clips, wie bei Carina bei der Arbeit. Sind Sie einverstanden mit dem Drogentest? Ja, ja, kein Problem. Wunderbar, Frage 1. Nehmen Sie Drogen? Nein, nein. Wunderbar, Test bestanden. Gute Fahrt. Ja, ey, wenn das jeder so machen würde, dann würde jeder auf Drogen rumfahren. Super, tschüss. Doch, Ronny, in der Polizeikontrolle. Ja, schön. Ey, warum wurde das nie fortgesetzt? Das ist doch geil. Guten Tag, ich würde gerne mal... Eieiei, das riecht aber ordentlich nach Alkohol in mir im Auto. Was? Ich riech gar nichts. Sind Sie einverstanden mit dem Alkoholtest? Ja, ja, kein Problem, klar. Ich dachte, heute wäre nur Drogen gesucht. Gut, diese Flasche bitte einmal exen. Ist klar. Ich möchte auch in den Alkoholtest. Alter. Versuch danach mal noch geradeaus zu fahren, Mann. Wunderbar, betätigen Sie mal eine Hüppe. Hä? Oh. Ja, läuft doch. Test bestanden, würde ich sagen. Was? Ja, was? Das geht, das ist... Na, ja, bescheid ja, nicht. Die Flasche darf ich behalten. Da war doch safe nur Wasser drin, Mann. Kontrolle. Schönen guten Tag. Na, junger Mann, gerade hast du einen Führerschein gemacht, was? Ja, wieso? Sieht man das an meiner Fahrweise? Na ja, gut. Oh! Jo, Alter, zwei Leute von Haufen genudelt. Jo! Was macht denn der, Alter? Nudelt hier zwei Leute über den Haufen, Alter? Da musst du nicht unbedingt gerade erst einen Führerschein gemacht haben. Du kannst auch schon ein paar Jahre haben und einfach vergessen haben, dass du Leute nicht umfahren darfst. Ja, alles klar. Schön, okay, danke. Doch, Ronny, in der Polizeikontrolle. Das ist so. Doch, Ronny, in der Polizeikontrolle. Ah,
geil. Frischer Tortertopf, würde ich sagen. What the fuck? Oh, jo, was kommt da für eine Qualmwolke raus? Was ist denn hier los? Keine Sorge, riechen Sie mal, das ist normaler Tabak. Sie qualmen hier das Auto voll. Entweder hoch der da drin ist ja so ein, ich zieh aus dem Schlauchding, oder der hat so eine fette Kippe in der Schnauze. Was ist mit den Kindern hinten? Oh. Kein Problem, die Kinder dürfen gleich auch mal ziehen. Nein. Ja gut, okay, dann dürfte es ja wirklich kein Problem sein. Ich wollte schon sagen, nicht so egoistisch sein, mein Freund. Ach, an die Kinder soll gedacht werden, ne? Du beste Polizist ever, Alter. Ja, Mann. Ja. Wo soll's denn hingehen? Syrien. Nach Syrien? Wieso nicht? Es, in dieser Jahreszeit ist es da verdammt heiß, das wissen Sie schön. Vielleicht gerade deswegen? Ja, Mann. Nehmen Sie diese Sonnencreme mit. Ja, Mann. Du hast das doch eine Sonnencreme. Sicher ist sicher. Dankeschön. Alles klar. Viel Spaß in Syrien. Tschüss. Danke. Tschüss. Doch, Ronny in der Polizeikontrolle. Guten Tag, Polizei Wessebuhren. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel dabei? Ich habe eigentlich alles dabei. Was wollen Sie? 50 Gramm Koks, 100 Gramm Mariana, bitte. Kein Problem. Nein. Deswegen ist also die Drogenkontrolle immer, weil die selber was haben wollen. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ja. Sehr stark. Und alles gut bei Ihnen. Doch, Ronny in der Polizeikontrolle. Ja, schönen guten Tag. Wie kann der seinen Job noch haben, Mann? Frage ich mich auch. Ach, also, ja, Auto ist ja nicht wirklich vortauglich, was? Oh, nee, was ist denn los? Ist mein Licht vorne rechts schon wieder kaputt, oder was? Gucken Sie mal nach oben. Ihr doch fit. Boah, dann liegt gerade noch da dran. Ach, du Scheiße, wann ist das denn passiert? Kann während der Fahrt abgerissen sein. Oh ja, das passiert täglich, dass einfach mal während der Fahrt das Dach abreißt. Das ist ein Totalschaden. Ach so, können Sie natürlich nicht weiterfahren, das ist Ihnen hoffentlich klar. Scheiße, bestimmt ein Vogel gegengeflogen und dann alles kaputt gegangen. Das passiert mir auch. Ja, fliegt immer ein Vogel dagegen und dann fliegt das ganze Dach weg. Deswegen muss ich dreimal täglich in die Werkstatt, um dran setzen zu lassen. Kann auch sein, dass Sie das Auto schon halb gekauft haben. Da geht's auf der osteuropäische Gaunerbande rum und verkauft halbe Autos. Scheiße, das kann auch sein, ja. Und ich wundere mich über die Feuchtigkeit in diesem Auto. Doch, Ronny, in der Polizei. Ja, wenn's regnet. Man geil. Sollte nicht ohne Dach durch den Regen fahren. Oder Schnee. Na gut, Schnee geht gerade so noch. Guten Tag, Polizei, was Sie buren. Mehrfacher Mörder ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. So ähnlich sieht er aus. Haben Sie den irgendwo gesehen? Dem ist sein Face. Da vorne läuft er. Oh mein Gott. Voll dumm. Leute, vielen Dank, das ist der beste Bullet der Welt. Alter. Alle so arbeiten würden. Da wäre jede Bank heute leer, wirklich. Da wäre jeder Supermarkt heute leer. Ich würde ja nicht mehr bezahlen brauchen. Ich könnte ja einfach mit... Geiler Bulle, Alter. Einkaufswagen alles voll machen und rauslaufen. Das interessiert dich dann nicht mehr, wenn alle jetzt Ronny wären. Wenn euch das Video gefällt... Geiler Bulle. Was geht, Freunde aus Welten? Recht herzlich willkommen, das ist die Bombe. Let's rock. Hauptkommissar Ronny sorgt in dem kleinen Dorf Wessebuhren für Recht und Ordnung. Ich glaube, da ist es mit Recht und Ordnung schon erledigt. Besonders das Drogengeschäft macht... Vor allem, wenn er ohne Schuhe rumläuft. Welcher Bulle läuft ohne Schuhe rum? Okay, das ist der Oberbulle, ne? Wirklich schwer. Ach, das steht da noch gar nicht drauf. Drogengeschäft war aber wirklich schwer zu schaffen. Doch Hauptkommissar Ronny bleibt hart und kontrolliert jeden einzelnen... Ach, ist es eine Folge, wo er noch nicht zum Oberbullen ernannt wurde? Wie hat er es überhaupt geschafft, Oberbulle zu werden? ...den Mitbewohner von Wessebuhren. Den Dorfbewohnern gefällt dies überhaupt nicht. Das erinnert gerade irgendwie an eine Folge, hilf mir. Oh je. Hilfe. Mann. Schönen guten Tag. Nö, Ronny, nicht schon wieder. Hauptkommissar Ronny, mein Name. Könntest du dich vorstellen, warum ich Sie angehalten habe? Ja, weil Sie glauben, dass ich Drogen in meinen Hosentaschen habe. Nee, mein lieber Freund der Sonne. Ich glaub nämlich, dass die Drogen... Mein lieber Freund der Sonne, das... ...schön in ihrem Blutkreislauf sind. Es kann nicht sein, dass Sie uns Wessebuhner jeden Tag hier anhalten und nach Drogen kontrollieren. Och, na, guck mal eine an. Wird da etwa jemand aggressiv? Ich werde aggressiv, weil es mich furchtbar nervt. Ich glaube eher, Sie werden wieder aggressiv, weil Sie mal wieder einen Schuss brauchen. Ich brauche keinen Schuss. Ich habe mir noch nie einen Schuss gesetzt. Meint ihr auch einen Warnschuss ins Knie? Sie werden mir langsam zu frech, mein Junge. Wir haben nicht getroffen. Das haben Sie... Das ist echt ein guter Bulle. Wie konnte der Oberbulle werden? Wie konnte der Oberbulle werden? Verdammter Müll! Gehen Sie weiter! Welcher Bulle hat seine Waffe hinten im Arsch stecken? Aber eins will ich Ihnen beim nächsten Mal. Da werde ich Ihnen... Ich weiß. Du sagst es, mein Freund, du sagst es. Hat seine ganze Wasserflüssigkeit ausgespuckt, Alter, aus dem Körper raus und in die Presse rein. Ah, meine Augen! Meine Augen! Okay, vielleicht war es doch der Magensäure. Meine Augen, hat er mir jetzt gesehen? Meine ostdeutschen Augen! Das ist geil! Wenn der letzte Sachen ist, meine ostdeutschen Augen! Ich bin bekloppt! Ja,
Polizei! Top! Die Polizei ruft die Polizei, super ist es. Ja gut, zur Verstärkung, aber ich werde angesprochen, ruf Verstärkung. Top. Ja gut, wenn einer soll, würde ich mir zweimal überlegen, ob ich mich alleine mit den anderen... Sehr stark. Kommissar Ronny hat es mit seiner strengen Art nicht immer einfach. Sehr doch seine streng. Nase wittert schon das nächste Verbrechen. Oh, scheiße. Nein! Ich sterbe dich, die Frau kenne ich doch. Baut hier den ganzen Mario Höhner Gott an. Mario Höhner, das ist ja... Oh ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Oh ja. Oha. Stein? Sünder Einsatzzentrale, bitte ins Viertel kommen. Ja, Einsatzzentrale wird. Das ist nicht euer Ernst. Das wird erst recht nichts. Nein, das wird zuerst recht nichts. Braucht nur für Verstärkung. Das ist ja geil. Das ist ein Fallplan in der Welt. Und ich brauche einen kleinen Cheeseburger. Wiener Pommes. Mayo dazu. Jo, zum Mitnehmen bitte. Ronny, wir hatten das Thema schon so oft. Es gibt in Wesselburen kein Problem mit Drogen. Ich hab die alte Schachtel doch förmlich hier mit ihm in eure Hörner geholfen. Ich muss leider gehen, die hört mich sonst. Ja. Ja, wenn ihr mir nicht helfen wollt, müsst ihr es eben alleine machen. Tschüss! Oh Gott! Ich frag mich, wieso der seinen Job nach all der Zeit noch nicht los ist. Das Video ist jetzt älter, aber trotzdem, der ist ja immer noch unterwegs. Er hat ja schon seinen ersten Mord. Ich warne Sie, Ronny. Halten Sie sich aus dem Garten fern und lassen Sie die Frau in Ruhe. Und wenn nicht? Dann suspendiere ich Sie vom Dienst! Drama Queen! Sehr geil. Ich glaube, er wurde befördert danach. Okay, jetzt geht's los hier. Ronny! Was wollen Sie? War das Mayo oder Ketchup zu den Pommes? Mayo. Alles klar, hatte ich eben nicht ganz verstanden. Tschüss. Ja. Wenn jede Polizei so arbeitet, wirklich, da wäre jede Bank leer. Da wäre jede Kasse in jedem Supermarkt leer. Kostet mich ein. Okay. Jetzt ist der wichtigste Moment in deiner Karriere, Ronny. Halt aus nicht. Oh, scheiße. Ja, das Telefon hört so nicht, aber das ist sehr einleuchtend. Euch scheiß mich ein, Alter. Nein. Jo. Ja, und rennt weg, Mann. Man hört ja die an den Arsch. Mit der Mai irgendwann mal sehen. Vielleicht auch nicht, was? Gab es da jetzt nur eine Fortsetzung oder nicht? Ja gut, wenn es davor eine Fortsetzung wirklich gab, mal unten rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dann ein Like da, wenn ihr nicht getan abonniert. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Sehr einfach doch. Einen sehen kann, wenn er noch drin ist. Gott. Schön. Gut. Lol. Talk. Schutzhelm. Kommissar Renny, mein Name. Wo waren Sie denn? Warum hat das denn so lange gedauert? Ich hatte noch eine wichtige polizeiliche Maßnahme zu erledigen. So. Und kommen Sie zu. Also, ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Wer kennt's nicht? Du rufst die Polizei und die gehen erstmal zu McDonald's was zu essen bestellen. Das erklärt, warum sie immer so lange brauchen. Man muss sie wirklich rufen. In den USA essen sie Donuts, hier essen sie Big Macs. Und dann habe ich gesehen, dass meine Tür geil. Aufgebrochen ist. Da wurde eingebrochen. Ich hab mich auch noch gar was nicht. Was hat der Helm denn für Sinn? An ihrer Stelle auch nicht gemacht. Vielleicht ist der Einbrecher ja noch drin. Oh Gott, hören Sie bloß auf. Das Wichtigste ist natürlich in so einer Situation erstmal die Lage und in diesem Fall die Frau zu beruhigen. Gott sei Dank habe ich eine spezielle Ausbildung gemacht und weiß genau, wie man deeskalierend auf Frauen einwirkt. Vielleicht sind da ja auch mal mehr Einbrecher drin. Und wahrscheinlich bewaffnet. Genau das ist das Beruhigende, was man einem sagen kann, wenn gerade eingebrochen ist und man in Panik ist. Da könnten noch mehr drin sein, ja? Ja, vielleicht liegt noch ein paar Leichen im Keller. Kann ich richtig atmen? Dann müssen Sie schneller atmen. Atmen! Sie müssen schneller atmen! Atmen Sie los, atmen! Ich muss mir mal vorstellen, im Krankenhaus sagst du, du kannst gerade nicht atmen. Der Arzt, du musst schneller atmen. Los, atme schneller. Das ist das Beste, was du tun kannst. Ja, klar. Atmen Sie! So, bei einigen Frauen, da kannst du noch so deeskalierend einwirken, das bringt nichts. Die steigern sich da irgendwas anderes rein und dann ist vorbei. Ja, wenn mir einer erzählt, dass da noch mehr Einwirkung drin sind. Dann sind ihre Tage und dann ist Bluthochdruck. Oh, so eine schöne Mewtwo-Premio, so eine schöne Mewtwo-Promo, Alter, ja. So geil. Oh, Kommissar, wie sieht's aus? Gut, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen Eyeliner, das betont ihre wunderschönen Finger. Nein, wie sieht's aus? Haben Sie den Einbrecher schon schnappen können? Nein. Ich gehe jetzt ins Haus. Oh Gott,
Bitte seien Sie vorsichtig. Bevor ich reingehe, gibt es irgendwelche Dinge in Ihrer Wohnung, wo ich mich verschrecken könnte? In dem rechten Regal steht eine Michael Wendler-CD. Alles klar. Ja gut, okay, da kann man sich wahrscheinlich gut hinter verstecken. Also, noch nicht. Warte, muss sein. Ich glaube, die Einbrecher haben auch vorher daran gedacht, die Schuhe auszuziehen, bevor man da reingeht. Das macht jeder Einbrecher so. Ja, ist halt wirklich so. Gesagt. Schönen guten Tag! Ja, kündige dich an. Hauptkommissar Rönni, mein Name. Das gesamte Haus ist im Stell. Kommen Sie mal raus hier. Mit erhobenen Händen. Ich wiederhole, kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Das ist ja auch so ein blödes Ding, ne? Soweit ich weiß, ich bin mir nicht sicher, wenn die Polizei so, also in ein Haus reingeht und da Einbrecher drin sein sollen, die müssen sich ja ankündigen. Die müssen ja sagen, hallo, Polizei, ist hier jemand? Ich hab's mal gehört, dass sie das machen müssen. Nee, ich hab... So, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist denn der Racker? Wo ist der kleine Racker? Wo versteckt er sich? Ja, wo ist er? Sucht er jetzt einen Hund oder einen Einbrecher? Das ist wirklich alles sehr, sehr spannend, muss ich schon sagen. Aber Herr Hauptkommissar wirkt sehr kompetent. Er gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das war ein Warnschuss! Ich zähle jetzt bis drei. Wenn Sie da nicht rauskommen, dann rammeln Sie an meinem Karton. Eins! Ich zerschieße erstmal die Wohnung zum Warnen. Zwei, null! Drei! Ja, da kann ich auch nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Da ist keiner drin. Da ist keiner drin. Sind Sie sicher? Na, zu 100% kann man sicher nie sicher sein, aber ich habe jetzt mehrere Ansagen gemacht und, Entschuldigung, mehr kann ich doch auch nicht machen. Was ist, wenn der Einbrecher ihn sich in meinen Schrank versteckt hat und nachts rauskommt? Oh, oh. Gute Frau, ich glaube, Sie haben ein bisschen zu viel Hollywood geguckt. Meinen Sie, ich übertreibe? Gute Frau, wenn da noch ein Einbrecher drin sein sollte, schieße ich mir freiwillig die Kugel durch den Fuß. Ich mache den Job jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und irgendwann entwickelt man eine gewisse Spürnase für Dinge. Und ich sage Ihnen eins, der Einbrecher, der ist längst weg. Über alle Berge kann ich Ihnen sagen, wenn hier überhaupt einer war. Ich meine... Haben Sie sich die Frau mal angeguckt? Die war doch zugedröhnt bis ins... Na, ich weiß nicht wie. Die war komplett zugedröhnt. Schöne Anzeige von mir. So, schönen Tag noch. Die Angst wird heute Nacht schon auch ein bisschen mitschlafen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber ja, Hauptkommissar Ronny hat gesagt, ich muss mir da keine Sorgen machen. Und ich halte ihn doch für sehr kompetent. Alles okay? Ja. Alles gut, ich bin kurz Krankenhaus. Gleich wieder da. Immer noch für kompetent halten jetzt. Er hat sich... Ins Bein geschossen. Er hat sich in den Fuß geschossen, Mann. Nicht mehr, also... Sprachen lernen. Babbel. Ich stell mir gerade vor, jeder Polizist würde so arbeiten. Banküberfälle wären dann ziemlich leicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede mich und bin damit raus. Frage 1. Nimmst du Drogen? Nein, nein. Wunderbar. Test bestanden. Gute Frage. Sonst war es immer ein Wunsch von mir gewesen, mal einen goldenen Tresor aufzumachen. Jetzt ist es einfach real. Ein Schlüssel rein, zack, guckt euch das an. Ich muss auch sagen, die Animation sehr, sehr geil gemacht. Zack, ein Schlüssel rein, reichlich, zweiter Schlüssel rein. Und jetzt geht die Post ab. Ja, Leute, ihr seht richtig, wir sind hier in Fortnite drin und Fortnite sieht auf einmal so funkelnd aus. Leute, was ist das denn hier alles aus Chrom und so? Ein Chrom-Tornado? Ihr seht richtig, wir sind hier in einer komplett neuen Season drin, Leute, hier geht's richtig ab und wir wollen uns heute mal angucken, wie geil die neue Season ist oder ob sie nicht so gut ist. Ich habe gerade schon eine Runde gezockt, aber da hat die Aufnahme geleckt und alles, Leute, da kann ich leider nicht hochladen, aber eigentlich ist es die erste Runde, die ich hier auf meinen Kanal hochlade. Also, Freunde, seid gespannt. Ich zeige euch mal, was es hier so alles Neues gibt. Es gibt wirklich ziemlich lustige Sachen. Guck mal hier mein Lieblingsskin an. Der hat einfach ein Loch im Bauch und wird von so einem kleinen Waschbär gesteuert. Hier haben wir einmal eine neue Waffe, Leute. Das ist das Chrom-Salvengewehr. Und ich. Oh, da landet einer. Hallo, hallo. Oh. Ja, ja. Ja, Leute, das Chrom-Salvengewehr ist jetzt nicht unbedingt die beste Waffe auf Distanz. Aber ich sag euch, das Ding ist schon sehr, sehr interessant und geht. Oh, hier unten ist auch einer. Oh, oh. Ey, kann ich da durch? Hallo? Warum kann ich nicht durch? Ah, oh, guck mal, der will abhauen. Willst du abhauen, Kollege? Ist aber nicht nett. Hier unten. Ah, Überraschung. Stadi ist hier. Stadi macht wieder Ärger. Übrigens, es gibt gerade wieder einige Probleme hier auf den Servern und alles. Also Fortnite ist komplett überfordert. Ich hätte nicht gedacht, dass das Game doch noch so viele Leute dazu bringt, mal wieder eine Runde reinzugucken. Aber... erster Eindruck, also ich sage euch auch gleich meinen kompletten Eindruck zur neuen Season, aber der erste Eindruck wird euch auch überraschen. Die ersten Runden haben wieder
überdurchschnittlich Spaß gemacht. Ihr wisst ja auch, ich habe fast über anderthalb Monate nicht aktiv Fortnite gespielt. Und oh, der Chromschleim. Der Chromschleim ist... Nein, ey, der macht den neuen Boss. Nämlich hier gibt es eine Prinzessin, Leute. Und diese Prinzessin ist der neue Boss mit der mythischen Waffe. Aber wenn das jetzt... Das ist eine Blumenfrau. Nee, ich sage euch ehrlich, Schlüssel ist auch wichtig. Zeige ich euch gleich, warum. Der Boss ist gar nicht so einfach zu killen. Ihr werdet nämlich gleich sehen, der hat nämlich verschiedene Phasen und oh, zwei Leute hier. Wisst ihr was? Ich bin richtig eklig. Ich werde jetzt die Arbeit machen und wenn der Boss fast down ist, dann werde ich mich einfach hier einmischen. Guck mal hier. Ich schleiche mich an. Stani schleicht sich an. Hallo. So, jetzt portet sich der Boss gleich. Okay. Einer ist down. Zweiter ist down. Stani hat euch geärgert. Das war richtig fies. Oh, so, Junge. Sag euch nämlich, den Boss zu killen, das ist richtig anstrengend. Weil ihr seht, hier kommt über diese komischen Chromhunde. Dann verwandelt der Boss sich wieder zurück. Dann kommen wieder Chromhunde, dann musst du die killen. Und der hat dann... Nahkampf lieber nicht gehen. Die Waffe, die er nämlich hat, ist die stärkste Waffe aktuell im Spiel. Die ist sehr, sehr okay. Und das nervt mich so. Guckt euch das an. Also der Bosskampf alleine gefühlt 300 Jahre. Aua! Hallo! Ey! Gefühlt 300 Jahre. Weg mit dem. Und das Ding ist halt, der nervt noch nebenbei Leute. Also das ist hier wirklich ein unendlicher Fight. So, jetzt kommt er wieder, jetzt portet er sich. Und jetzt müsste man eigentlich haben. Komm. Na? Oh, komm. Na, ey, Bro! Der Typ geht mir richtig auf den Keks. Hier, wieder den ausschalten. Also... Es ist nicht, ich sag mal so, es ist jetzt nicht der stärkste... Oh, da kommen Gegner. Das ist nicht gut. Ich muss den Boss... Oh, gut, wir haben den Boss ausgeschaltet. Sehr gut. Kurz mal Rückzug hier, nachladen alles. Es ist nicht der stärkste Boss, außer ihr geht in Nahkampf, dann wird er euch safe wegballern. Wenn ihr aber auf The Sun seid, so wie ich, könnt ihr das ganz entspannt machen. Das einzige Nervige ist, hier sind halt meist sehr, sehr viele Leute, die euch daran hindern, den Boss zu killen. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das haben wir. Weil das ist die OP-Waffe. Das ist die stärkste Waffe aktuell im Spiel. Das Ding geht ab wie sonst was. Das macht so viel Damage. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist eigentlich treffen. Hier liegen auch sehr gute Waffen. Guck mal, hier liegen gerade das Waffen. Übrigens, hier bei den Waffen will ich euch noch was zeigen. Und zwar, ihr seht hier eine Anzeige links unten. Und diese Anzeige, wenn ihr Schaden mit dieser Waffe macht, lädt sich diese Anzeige auf und ihr könnt zum Beispiel aus einer grauen eine legendäre machen, indem ihr einfach damit Gegner abschießt, Tiere anschießt. Ihr müsst einfach Schaden damit machen und so könnt ihr die leveln. Also ein komplett neues Waffen-Level-System, was es so vorher noch nicht gab. Und falls ihr euch jetzt fragt, das ist hier auch so ein geiler Gegenstand. Ich feiere den, Freunde. Das ist einfach hier, guck mal, der Schleim. Wir können uns durch die ganze Karte so bewegen. Wir brauchen jetzt noch ein Gegenstand, dann will ich euch nämlich noch was Geiles zeigen, was ihr wahrscheinlich noch nicht so gesehen habt, und zwar die High Security Vault. Es gibt nämlich auf dieser neuen Insel, beziehungsweise neue Insel ist ja nicht, aber an diesem neuen Ort gibt es nämlich einen Ort, der sehr, sehr kranken Loot hat, aber dafür benötigen wir zwei Schlüssel. Ihr seht, rechts oben, ich habe schon einen Schlüssel, das ist gut. Das ist aber nicht ausreichend. Und zwar mit diesem einen Schlüssel könnte ich jetzt in einen Low Security reingehen. Also in einen Low. Es gibt einmal einen Low Security Tresor und einen High Security Tresor. Und in diesem High Security Tresor braucht ihr zwei Schlüssel. Und die kriegt ihr entweder, wenn ihr einen Gegner killt, aus Kisten oder sonst wo. Wir suchen jetzt mal vielleicht hier einen Gegner oder ich gehe mal in diese Richtung. Weil nämlich ein Tresor. Es gibt, glaube ich, drei High Security Vaults auf der Karte. Und einer ist auf jeden Fall hier in diesem Luftschiff drin. Und der Loot. Wenn ich euch ihn zeigen werde, Leute, das ist ein goldener Tresor, der schmeckt richtig. Also da könnt ihr euch definitiv anschnallen. Entweder ist hier noch ein Gegner oder wir müssen hier noch ein paar Kisten aufmachen. Weil wie gesagt, die Schlüssel können auch in Kisten drin sein. Gut, dann machen wir hier noch einige Kisten auf. Meistens sind... Vor uns sind Schüsse. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich weiß, ich kann auch die... Komm mal hier hoch. Zack. Wo waren Schüsse? Da hinten. Let's go. Geh mal nach oben. Manchmal sind auch Gegner einfach oben auf dem Schiff. Das könnte auch sein. Und dann können wir uns nämlich oben, haben wir eben einen guten Ausblick, können wir nochmal hier schön alles absuchen. Und hier sind auch nochmal einige Kisten. Komm, bitte drückt mir die Daumen. Wir müssen doch nur einen Schlüssel noch finden. Irgendwo muss der hier rumliegen. Ich muss unbedingt das Ding aufkriegen. Also man muss sagen, er ist, also zwei Schlüssel zu kriegen,
muss man erstmal schaffen und dann muss man noch die Zeit haben, den Tresor aufzumachen. Also es ist nicht so einfach, aber wenn ihr es hinbekommt, werdet ihr halt dementsprechend mit Loot belohnt. Ist hier vielleicht einer drinnen? Nee, oder? Hier beim Meister? Ich habe das Gefühl, guck mal hier, in den Dingern ist irgendwie manchmal auch was drin. Also hatte ich auch schon gehabt, dass da irgendwie auch Loot drin ist, aber hier vielleicht... Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja hier so Geheimverstecke, wo ja, so Schlüssel drin sein können, aber sieht nicht danach aus. So, wir gehen jetzt mal nach oben. Dann müssen wir schnell einen Gegner suchen. Die Zone ist hier zum Glück heute unser Freund. Das ist sehr gut. Ah, übrigens, Hebelschrotflinte mit Abstand. Beste Waffe aktuell in der Season. Beste Schrotflinte meiner Meinung nach. So, wir gehen nach oben. Hier die neuen Luftballons überall verteilt auf der Karte sind sehr, sehr stark. Komm, hier muss doch irgendwo ein Gegner sein, Bro. Vielleicht hier. Guck mal, hier. Oh, ja. Hier unten vielleicht. Nee. Ist hier, aber hier liegt viel Loot, ne? Ich weiß nicht. Gegner. Ich sehe keine Gegner, aber ich brauche noch einen zweiten Schlüssel. Oh, das ist nicht gut. Das wird ganz und gar nicht gut. Hier, nee, auch nicht. Wir müssen ja hier unten lang gelaufen sein. Weil hier ist ja überall gelootet. Warte mal, hier schnell. Gucken rein hier und dann werden wir absuchen. Es könnte sein, dass die jetzt Richtung Mitte schon rotiert sind. Einen muss ich doch noch finden. Dinger sind auch... Ah, vor uns, ich sehe es. Vor uns ist einer. Den holen wir uns. Standard-Skill hier mit der, ja, geil. Zwei sind sogar vor uns. Standard-Skill. Oh ja, Bro. Oh ja. Oh. Warte mal, Kollege. Das hat dir nicht gut geschmeckt. Das weiß ich. Was ist denn das hier? Ist das ein... Boah, da hinten. Warte mal, hat der einen Schlüssel dabei? Nein, er hat keinen Schlüssel. Ah, er hat keinen Schlüssel. Was ist das denn? Wie viel Pech kann man... Oh, das ist der nächste. Oh Gott, das sind zwei. Ja, also, das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Haben wir, sehr gut. Hat der einen Schlüssel? Er hat einen Schlüssel. Er hat einen Schlüssel, Leute. Jetzt schnell hier Splashy-Bashys nehmen und abhauen. Oh, die Sniper auf mich. Ihr müsst aufpassen. Sniper ist in dieser Season One-Hit. Also, ich könnte euch hier selbst im No-Build-Modus macht die Sniper über 250 Schaden. Und die kann euch mit einem Headshot hier auch selbst One-Hit machen. Also, das ist sehr... Nein. Nein. Das ist gerade einer hochgegangen zum Tresor. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, aber... Oh Gott, vor mir ist einer. Oh, er hat mich nicht gesehen. Oh, das ist so geil. Guck mal. Was ist das denn? Er kommt hoch. Warte mal. Er wird hochkommen, oder? Kommt er hoch? Ja, er kommt hoch. Oh Gott, wir haben ihn. Wow, wow, wow. Wow. Wow, wo war der? Wow, wow. Okay. Warum ist jetzt hier auf einmal so viel Action? Wow! Okay, sehr gut. Ich hoffe, die waren jetzt nicht in meinem Tresor gewesen. Bro, ich habe jetzt extra hier die Schlüssel für meinen goldenen Tresor gesammelt. Nein, nein, bitte, seid noch nicht drin gewesen. Freunde, jetzt kommt dieser heilige Moment, wo wir endlich das erste Mal den neuen heiligen Tresor, Holla die Waldfee, guckt euch das an. Sonst war es immer ein Wunsch von mir gewesen, mal einen goldenen Tresor aufzumachen. Jetzt ist es einfach real. Ein Schlüssel rein, zack, guckt euch das an. Ich muss auch sagen, die Animation sehr, sehr geil gemacht. Zack, ein Schlüssel rein, reichlich. Zweiter Schlüssel rein. Und jetzt geht die Post ab. Öffne, Sesam, öffne dich. Und jetzt werden wir uns gleich den Loot angucken, was sich hier drin befindet. Und ich sag euch, schneidet euch am besten an. Und zwar, oh, Gold ist erstmal drin. Wichtig, Gold hier. Oh, guckt euch das an. Leute, erstmal hier eine Kiste. Zack. Zweite Kiste. Zackig. So, dann hier Splashies. Loot Drops sind hier drin. Hier Tresor ist drin. Übrigens, das Gold wurde nicht resettet aus der letzten Season. Das finde ich auch ziemlich strange. Hier ist noch eine Kiste. Boom. Hier, Big Drink. Hier, Dings. Loot Drop. Zwei Stück. Was willst du? Also, ist, habt ihr noch Fragen zufällig? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das, ich denke mal, das hat sich selbst beantwortet. Also, zu krass. Ich sag euch, sammelt die Schlüssel, geht in den Tresor rein und werdet reichlich belohnt. Guckt euch unseren Gottloot an. Holy moly Macaroni, das geht ja gar nicht. Und also, wenn wir die Runde nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Es gibt übrigens als Sieger, wenn ihr eine Runde gewinnt in der Season, bekommt ihr den Siegesschirm und zwar den Chromschirm. Er sieht ganz nice aus, ist aber jetzt auch nicht ultra special, muss man sagen. Also, ist jetzt nicht so, dass ihr euch da anschneiden müsst.
Ansonsten, erster Eindruck der Season. Man muss sagen, Fortnite hat mich selten enttäuscht am Start einer Season. Das kristallisiert sich erst immer im Laufe der Season raus, weil jetzt gibt es sehr, sehr viele neue Gameplay-Mechanics, die zum Anfang, wenn ihr neu reinkommt, viel Spaß machen. Wirklich extrem viel Spaß. Die Frage ist halt nur, wird es update-technisch gut werden in den nächsten Wochen? Oder, oh Gott, vor uns Gegner? Oder werden die Updates nicht so gut werden? Okay, das ist... Bro. Bro. Der hatte die neue Schrotflinte gehabt und die neue Schrotflinte, ich sag euch ehrlich, das Ding ist respektlos. Also die neue Schrotflinte spielt ihr auf jeden Fall nicht, das Ding hier. Guck mal das hier. Ich spiel sie jetzt ausnahmsweise mal, um euch zu zeigen, wie die ist, aber... Ey, bei der Schrotflinte ist genau das gleiche, ne? Wartet mal. Wir könnten die theoretisch auf legendär upgraden. Oh, das können wir machen. Ihr seht, da unten ist der Schaden der Waffe. Und ich werde jetzt einfach... Warte mal, waren da hinten welche? Oh, da ist ein Gegner. Hier ist ein Gegner. Das ist nicht gut. Okay, er haut ab, aber kein Problem. Kein Problem für Stani. Oh Gott, es sind sogar zwei Gegner. Hier ist noch einer. Links unten, rechts unten. Gut, den holen wir uns auch. Oh Gott, er geht... Nein. Das ist schwierig. Sehr, sehr schwierig, weil man sieht ihn nicht. Wo ist er hin? Der muss sich doch hier irgendwo heilen. Hier vor uns. Oh Gott, er ist durch die Wand durch. Ja, das kann man übrigens auch. So, zack, Schrot. Und ihr seht, unten lädt sich die Schrotflinte auf, dass sie quasi upgradet. Hier war noch ein Gegner irgendwo. Wo ist er? Er ist unter uns. Aber ich will nicht so... Okay, easy. Wow, hier kommt der nächste. Wow, hinter uns. Ganz ruhig, Kinders. Stadi ist hier, hat alles unter Kontrolle. Und wir gehen mal wieder kurz in den Splashy rein. Ich liebe dieses... Also dieses Item ist so nice. Ich dachte... Oh. Bro, die können nichts machen. Sie können einfach nichts machen. Das ist... Ich sag euch hart auf hart, die neue... die mythische Waffe ist einfach zu heftig. Aber wir haben so einen guten Loot. Ah ja. Richtig. Wir können uns die ganze Zeit in Schleim verwandeln, haben auch genug noch hier. Guck mal, ich bin die ganze Zeit jetzt als Schleim hier unterwegs. Stani, was ist denn das da vor uns? Hä? Ah, das ist ein Chromwolf, wo kommt der denn her? Warte mal, guck mal, wenn ich jetzt Schaden mit der Schrotflinte mache, guck mal, unten, das müsste sich eigentlich, ja, das lädt sich auf. Wir müssten theoretisch gleich eigentlich eine legendäre kriegen. Oh, da hinten ist noch ein Gegner. Muss mal aufpassen kurz. Ich will noch schnell das Wildschwein einmal Schaden machen. Also man braucht schon sehr, sehr lange, um eine Legendäre zu bekommen. Ihr seht, man muss schon ein bisschen Schaden machen. Ich weiß gar nicht, ob es auf... Ah, warte mal. Oh Gott. Ja, ich glaube, also ich sag euch ehrlich, ich glaube, eine Legendäre zu finden ist wahrscheinlich einfacher, als sie mit Schaden zu upgraden. So, schnell mal hier wieder Splashy machen und unterwegs sein. Hier den Doppelsprung machen, dass man sich schnell fortbewegen kann. So ein Ding. Ich würde gerne mal noch... Oh, Loot Drop. Hatte ich ja die Season auch noch nicht gehabt. Loot Drop, mal gucken, was drin ist. Ich würde gerne aber noch ein kleines Tierchen suchen. Ist hier vielleicht noch SU? Wildschwein SU, wo bist du? Also... Fazit von der Season bisher 7 bis 8 von 10, würde ich sagen. Ist definitiv enjoyable, wenn ihr lange nicht Fortnite gespielt habt, so wie ich, anderthalb Monate. Macht's schon wieder, ist schon wieder was Neues, besonders hier mit den Slimies, mit den Waffen und so. Das hat schon meiner Meinung nach echt Charme. Besonders, es gibt keine Aug mehr. Man hat jetzt nicht mehr auf diese, sonst hatte man ja immer diese extrem Long-Distance-Fights, hast du in dieser Season fast gar nicht mehr, weil, die Waffe auf Distanz relativ ungenau ist. Also du hast jetzt mehr so mittlere Distanzfights. Ist sehr angenehm. Ich weiß leider nicht, wie es ist im Baumodus, weil der Baumodus, ihr wisst, da sind mir zu viele Schwitzer unterwegs. Habe ich keinen Bock drauf. Da spiele ich lieber No-Build auf Entspannung. Fühl ich. Es leben nur noch zwei Leute. Dann haben wir die Runde hier schon gewonnen. Das ist ja auch mit 12 Kills. Das ist ja easy peasy lemon squeezy. Besser geht's ja gar nicht. Gibt's hier noch was? Nee. Okay. Vielleicht versuche ich mich auch mal an Nullbauen zu gewöhnen. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Mal so abwechslungsreich für ein Video oder vielleicht mal Nullbauen eher reinstarten als normal Public. Weil Bauen ist schon wirklich ziemlich inzwischen verschwitzt geworden, muss ich leider auch dazu sagen. Wie denn? Hallo, Stani, der
Ey, das Ding ist halt auch, ich zeig euch das gleich mal, die Gegner wissen immer gar nicht, was abgeht, wenn ich hier als Mann, hinter mir. Hey, Bro, was geht? Hey, Bro! Wow, 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 oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, schnell runter, oh, Bro, das ist not correct. Oh, Gottes Willen. Okay. Ich hab ihn. Wow, 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 wow. Kollege. Wo ist der Gegner? Ich muss den Gegner killen. Den haben wir, glaube ich, schon ab. Wir haben Upgrade. Ah, ihr habt's gesehen. Ich hab's gleich gesehen, Leute. Die Waffe ist geupgradet auf legendär. Was? Was? Man kann die Waffe sogar auf mythisch upgraden? Okay, das ist insane. Wusste ich so auch noch nicht. Ist mir gerade neu. Zu krass. Auf vor uns ist der. Oh, 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 ausweichen. Guck mal, er trifft uns nicht. Oh, study der, Riesenblock. Ja, wow, guck mal hier. Das ist auch geil, ne? Also, da muss er schon mal ein paar Schüsse treffen, dass er uns hier rauskriegt aus dem Dings hier. Ich sag euch, ich weiß nicht, ob das Ding im Competitive drin ist. Falls dieser Slurp hier im Competitive drin sein soll, glaube ich, wird es ein Gamechanger. Weil das ist einfach, glaube ich, zum Rotieren ist das sehr, sehr mächtig. Bro, was ist das für ein Noob, Junge? Guck mal, was die Schrotflinte, wie die schießt. Bro, guck mal, was die für Schüsse macht hier. Boom. Die schießt einfach kreuz und quer. Ist das ein Bot oder ist das ein Spieler? Ey, das ist ein absoluter Noob. Ich kill ihn mit Schrotflinte. Komm. Ja, bringt nichts. Komm her. Wow, beruhig dich mal. Bro, was ist das für ein Noob, Junge? Ey, das Ding ist ja sowas von Müll. Wow, 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 ich muss los, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, der meint's ernst, Freunde. Ja. Aha. Oh, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Okay. Wow! Let's go, Leute. Gönnt er sich. Der Bauchbär hat gewonnen. Das war die erste Runde, die wir auf unserem Kanal gewonnen haben von den 9-4. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr findet, das Like und Abo da. Tschüss. Alter, Junge. Let's rock. Mein Kind. Mit Stolz sah ich dich heranwachsen zu einer Waffe. Ja, ich kann mir das immer wieder reinziehen, das ist so geil. Ich lieb das einfach. Man kann sich das so geil reinziehen, ich fühle das so sehr. Er sieht nicht, da ist ein Kind gerne zu einer Waffe heranwachsen. New Universe, wenn du das hier siehst und nochmal irgendwie eine Stimmrolle brauchst, Digga, melde dich. Mit Instant am Start, Digga. Yo, Halim, mit Vibe, das war der Nixon Apparat, der mag seinen Text nicht. Hast du nicht Bock mitzusprechen? Mag seinen Text nicht. 6,5 Chicken Nuggets, mach ich. Vergiss nicht, schon immer regierte unser Geschlecht mit Wasser. Gut, der macht nicht alles für Nuggets, Mann. Gönnt man sich halt, Mann. Zeit und Stärke. Und ich weiß, du wirst deine große Macht mit Zurückhaltung einsetzen. Scheint jetzt Tag, Mann! Eine blaue Tactical Shotgun! Boah, und das ist Sniper! Das sammelt alles ein! So viele Waffen! Was ist mit dir los? Wieso sammelst du keine Waffen? Alter, wir sind immer noch auf der Spawn-In! Geil! Da brauchst du die Waffen natürlich unbedingt, Alter! Man kennt es! Guck mal, ich hab was gefunden! Alter, pass auf! Das ist eine Boogie-Bomb! Boah, ist die stark? Nicht wirklich. Oh, was ein Scheiß! Oh nein, oh nein! Haben. Was? Fang. Die war doch nicht mal jetzt... Wow, was geht ab? Du hast ja voll die fetten Moves drauf! Ich kann das Scheiß-Tanzen nicht kontrollieren, wegen deiner Bombe! Ich verstehe dich, Bro. Es kommt von deinem Herzen. Lass es einfach raus. Jetzt tanzt er einfach mit. Oh, geil. Du musst mir hart dran. Sehr dope. Lass sie tanzen. Nein, warte. Ihr tanzt. Ist so schön. Hä? Ey, Junge, das sind zwei Tweakies. Du hältst was auf zu tanzen und töte sie. Wir
Wieso soll ich damit aufhören? Du hast damit angefangen. Ich kann nicht damit aufhören. Ich kann auch nicht aufhören. Ich lebe nur, um zu tanzen. Alles klar. Jetzt reicht's, lass sie abknallen. Als ob, Alter, als ob, Junge. Das ist ein Zufall, den es zufällig nicht gibt. Ist so. Oh nein, das passiert doch. Gut, da haben sie sich mitgesprengt. Okay, das war's. Das ist so die langsamste Granate, die ich je gesehen habe. Das ist so dumm, als wäre ich schon wieder dumm. Oh Mann, was für ein Noob. Sehr geil. Von Schrank erschlagen. Ja gut, der Kill geht aber nicht auf den ihr Konto. Spannend. Ist halt wirklich so. Auf Systemkonto. Mal zuhören. Dieses Mal hatten wir Glück. Nächstes Mal haben wir vielleicht kein Glück. Wer weiß das schon. Also der Punkt ist, wir müssen unsere Augen offen halten, damit wir die Gegner sehen. Oh nein! Oh, der lasst die Augen einfach zu und sammelt so Kills. Warum auch nicht? Du hast Keanu Reeves angefahren! Ach du Scheiße! Matrix 4 ja doch nicht! Ja! Die Gänsehaut bei dieser Musik, Alter! Da drüben sind Gegner! Nein, warum muss okay, das sein? Die können uns nicht sehen, die sind zu weit weg! Okay. Alter! Flieg doch auf der Rakete! Also ich schieße sie so unter deinen Füßen so her und ich spring da drauf. Ich ahne Schlimmes. Zu den Gegnern. Bist du verrückt? So funktioniert das nicht. Du springst mich in die Luft. Doch, das funktioniert. Nein. Das machen YouTuber. Oh je. Das ist kein YouTube. Das ist das wahre Leben. Was? Was? Ja, da hast du auch ein ganz schön interessantes Leben, Mann. Auch gut, du kannst sterben, so oft du willst. Der kommt immer wieder. Funktioniert eh nicht. Alter, was zum krass, Mann! Lol. Oh, oh. Wow, Digga! Was soll das denn? Ist klar, Alter. Oh. Voll dumm! Wow, du hast... In der ersten Folge haben die nichts gebacken bekommen, jetzt sammeln die iKill nach dem anderen. Was ist das denn, Alter? Ich glaube, ich muss auch so Fortnite spielen. Die alle gekillt, oh, du bist so gut. Ja. Es gibt ja inzwischen auch Nullbauen und so weiter und da werde ich wahrscheinlich auch früher oder später dazu steigen, weil mir viel zu viele Schwitzer in Public drin sind, also mitbauen quasi gesehen. Werde ich mich, glaube ich, heute dran anpassen. Ich hab was? Und was ist mit der Rakete? Morgen besser gesagt. Wir wurden fast erwischt. Oha. Alter, der Sturm ist kacke. Ich meine, wieso existiert überhaupt sowas? Keiner kann den Sturm leiden. Guck dir den doch mal an. Keiner will mit ihm abhängen. Böse. Hey, der sollte einfach nur weggehen. Hey, der Sturm steht hinter dir. Ja. Du hast deine Gefühle verletzt. Was zum? Oh, hast du ja toll gemacht. Jetzt weint er. Alter, krasser was? Sturm, entschuldige Alter. Dich bei ihm. Sofort. Aber, tu es. Tut mir leid. Sturm, gut gemacht. Alter, und jetzt so gebt euch die Hand. Oh. Ich wusste es. Jetzt ist jeder. War ja klar. Toll. Da hat er mal Leben verloren. Sturm, wir versuchen zu gewinnen. Kannst du uns vielleicht helfen? Nein. Das kann doch nicht sein. Ey. Nicht normal, Alter. Junge. Wie kann ich den Sturm bei Fortnite darum bitten? Ja! Das ist nicht normal. Das ist doch zu krank. Ist so geil. Ey, wenn Fortnite wirklich so wäre, dann wäre es um einiges geiler. Das ist halt wirklich so. Wobei, wenn Fortnite so natürlich in, wenn Fortnite wirklich so wäre, Alter, dann wäre das Spiel sehr unfair geworden und dann hätten noch mehr Leute, als es eh schon gemacht haben, weil die Leute ja scheiße fanden, dass natürlich auch dass Naruto reinkam, dass unter anderem auch natürlich Dings reinkam, wie heißt es, Son Goku oder lauter Kooperationen, wo die Leute einfach nicht gefühlt haben und ab Season 10, so quasi nach Chapter 1 alles scheiße war, fanden die meisten zumindest, haben sie ja aufgehört und so weiter, aber ich bin so ein Spieler, ich bin Fortnite bis jetzt treu geblieben, einfach weil ich das wirklich gefühlt habe, die Story natürlich, was wir alles bekommen haben für Kooperationen, natürlich auch, was an Musikkonzerten zustande kam, gerade während auch Corona, also es war krank, also
Ich bin froh, dass ich da mit dabei gewesen bin, auf jeden Fall. Deswegen werde ich auch in Zukunft weiterhin mit dabei bleiben. Jungs, so lang, ihr könnt ihn doch nicht einfach so schieben, ey. Zeig mal ein bisschen Knacks. Wenn ihr so weiter schiebt, dann muss ich euch warnen. Ihr könnt da trotzdem... Es war doch kein Cheat. Die haben euer System darum gebeten zu helfen. Wenn das System das macht, was ist daran bitte cheaten? Sie noch bei der Wehrlin machen. Ja, aber trotzdem. Es leben nur noch zwei andere Squads. Lass uns verstecken und dann können die sich gegenseitig killen und irgendwann kommen wir raus und haben gewonnen. Alter, das... Hey, es gab Zeiten, da hat das wirklich funktioniert. Ist halt wirklich so. Du zwei Lagerfeuer aufstellen und konntest im Sturm bei den Lagerfeuer stehen bleiben. Du hast einfach gewonnen, ohne was zu machen. Echt ein guter Plan. Dann lass uns in der Höhle verstecken. Helmut, ich kann hier drin nichts sehen. Ich heiße jetzt Dunkelmut. Dunkelmut auch. Oh nein. Danke. Jetzt ist Dunkelmut auch noch dabei. Ja, ich hab mir ausgedacht. Warte, wer war das? Ich. Wer ist ich? Ich bin dein Duo-Partner. Hey Leute, habt ihr einen Zubat gesehen? Achso, ey, ich bin dein Partner. Und ich bin dein Zubat? Partner. Hä? Hab ich jetzt... Das haut doch gar nicht hin, wenn der sein Partner ist und... Oh oh, jetzt wird's aber gefährlich. Moment, spielen wir Duo oder im Squad? Ich glaube, wir spielen Duo. Natürlich spielen wir Duo, das sind unsere Feinde, wir müssen sie ausradieren. Ey, schieß nicht, ich bin dein Partner. Gleich flatscht es! Gleich flatscht es! Oh. Der war geil. Sehr geil. Ist jetzt mein Partner, ich. Oh nein, Max, ich fühle, wie mich eine Pistole berührt. Oh. Genau an meiner Schulter. Oh. Moment, das ist ja meine Pistole. Ihr könnt weitermachen. Oha. Hoffentlich geht's meiner Kieselsteinsammlung gut. Oh, ich streite mich ja immer. Nur noch ein paar Kieselsteine und ich... Leise! Boah, der rastet voll aus. Ich werde ein Lagerfeuer legen und dann werden wir sehen, wer hier wer ist. Lumos Maxima. Ja, jetzt... Jetzt halt auf Harry Potter machen, wer kennt's nicht? Jetzt mach mal ihn auf Harry Potter oder was? Das ist noch sehr geil. Geil. Sehe ich nicht geil aus dem Skin? Ja, Mann, du bist voll heiß. Geil, geil. Oh, jetzt geht's los. Oh oh. Oh oh. Helmut, das ist keine Waffe. Was ist das? Ich weiß nicht, aber es sieht gefährlich aus. Nein, tut's nicht. Das ist einfach nur Glas. Nein. Ja, genau. Das kann ich anderen gegen den Kopf werfen. Hey, sei vorsichtig damit. Damit veränderst du die Zeit. Das kann echt übel sein. Du kannst sogar in der Matrix verschwinden. Oder in der Schule landen. Ich hab's... Erklärt das ein Helmut, Alter. Das ist keine gute Idee. Einmal reingesetzt. Und dann war ich in Joalis Bett. Jo! Oh, Scheiße! Oh, ich will's wegschmeißen. Hier glaub ich... Schnell weg damit. Kein Wort. Wahrscheinlich willst du nur, dass ich dir glaube, damit ich das nicht gegen dich einsetze. Oder du meinst, dass ich glaube, dass das Kacke ist, sodass ich es nicht einsetze. Oder du denkst, dass ich denke, dass ich denke, dass das... Helmut kann so viel denken. Was ist denn hier los, Alter? Egal! Oh Gott! Oh nein! Schwarzes Loch, na toll, das war's dann wohl. Das war's jetzt einfach. Die haben sich ins schwarze Loch gerissen und Ende. Och Mann, die waren so nah vor dem Sieg und dann sowas. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Doch, dachte, scheinbar schon. Aber irgendwas muss sie am Ende kommen, dass sie doch wieder verlieren. So damit ohne Mann es geht. Traurige Flöte. Und ja, Leute, auf Real Talk, das ist heute wirklich die letzte Folge. Ich glaube, wir haben ja insgesamt über die letzten Jahre wirklich... Es war eine Ära! Digga, 400 Folgen gemacht oder so. Digga, es war eine Ära, Lukas. Es war eine Ära von der Zeit von den Menschen. Die haben keine Menschen mehr gegeben, Menschen. Das war so schön. Wie gesagt, Leute, es war eine verdammt geile Zeit über die letzten Jahre. Aber die Memes gehen einfach aus. Es gibt keine neuen, guten Memes mehr. Jede Folge, die wir irgendwie machen, ist irgendwie so 2-3 Memes. Und dann kommen halt nur noch sofort... Alter, ich fühle das... Ich fühle das, wo die das immer so, Dings, wo das mindestens in einem Video vorkam. Ich glaube, das war in, glaube ich, 5 bis 10 Videos gewesen.
aber das war halt nicht ständig gewesen, also es war nicht hintereinander gewesen. Ich habe das gefühlt, wo dieser eine Meme immer eingeblendet war, wo so jemand gerade so gerade gestorben ist in Fortnite oder so, und dann kam so Dings und da kam eben sowas. Dann ist er so gestorben oder so, oder keine Ahnung, ist runtergefallen oder was weiß ich. Und dann kam immer dieses Meme mit diesem Typen und den Särgen und so weiter. Die Typen mit dem Sarg und so weiter, dieses Ich denke mal, die meisten werden verstehen, was ich damit meine. Also das ist echt geil und so weiter. Ich meine, natürlich, die Memes sind jetzt ausgegangen, Evive HD und Odoman machen sowas gar nicht mehr. Die arbeiten auch gar nicht mehr so richtig zusammen und so weiter. Natürlich, die sind, denke ich mal, noch befreundet und alles. Und machen vielleicht privat eher mehr so quasi. Aber man sieht die halt nicht mehr so im Großen und Ganzen was zusammen machen oder so. Ich meine, das ist natürlich bei mir auch so. Ich drehe momentan eher für mich. Es werden viele bemerkt haben, dass ich eher für mich drehe. Natürlich die eine Person, die ihr natürlich momentan hört, die ist natürlich immer noch mit dabei. Aber solche Leute, gerade alte Leute, die ich kenne, Passi, Maureen oder keine Ahnung, sei es Jeremy, sei es Nils. Nils ist ja sowieso weg, das habe ich aber auch schon erklärt, glaube ich, des Öfteren, warum der ja nicht mehr dabei ist. Und ja, aber Jeremy und so weiter, ja, Passi und Maureen, die haben einfach halt einfach inzwischen zu tun und so weiter. Maureen hat ihre Ausbildung natürlich, Passi hat ganz normal, wie ich auch, seine Arbeit zu tun und so weiter, und das gleiche gilt für Jeremy und so weiter. Also, man merkt schon, Dinge verändern sich und so weiter, auch wenn das echt krank wirkt. Und ich finde es auch wirklich schade an der Stelle, aber das ist halt nun mal so. Es ist halt wirklich so, dass sich Dinge verändern und dass man halt sich im Leben andere Prioritäten setzt und so weiter. Und vielleicht kann es halt auch sein, ich kann hier keine Gameplay-Videos mehr machen irgendwann, dass ich mich wirklich nur noch einmal am Tag hier hinsetze, vielleicht meine Videos abdrehe, gerade Reaction-Videos und ein Short, und dann war es das gewesen für den Tag. Ganz einfache Geschichte. Dass ich eher am Wochenende für sowas Zeit haben werde oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal kurz auf die Toilette. Ich bin gleich natürlich wieder da. Dürfte nicht lange dauern, und dann gucken wir noch das Video hier. Und dann denke ich, wird es auch bald soweit sein. Oder vielleicht haben wir noch Zeit für ein Video, aber das werden wir ja dann gleich sehen. Würde ich sagen, ihr könnt euch noch so lange was zu trinken oder zu snacken holen, noch was anderes angucken vielleicht, oder keine Ahnung, auf eurem Handy checken, was ihr wollt oder so, je nachdem, und dann würde ich sagen, bis gleich, Leute.
Chat, da bin ich wieder. Ich würde sagen, ich mache noch bis halb und dann war's das für heute. Weil ich bin sehr außer Power und ich will jetzt auch nicht mehr so lange wach bleiben. Ich hab noch dann heute den Tag über genug zu tun, bin ich ehrlich, so wie es ist. Auch wenn es momentan ein bisschen kürzer ausfällt, die Streams, das ist halt so eine Sache, ne. Gameplay ist so und das. Ja Leute, was geht ab, euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon, jede Folge, die wir irgendwie machen, ist irgendwie so 2-3 Memes und dann kommen halt nur noch so Fortnite-Gameplays und so. Und das ist ja nicht Sinn der Sache von Fortnite-Memes. Deswegen ja Leute, heute nochmal eine letzte Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, schallert richtig, zeigt richtig Liebe, Leute. Wir fangen an und bist du bereit für die letzte Folge, oder Mann? Ich bin Pirat. Es interessiert keinen, Digga, let's go. Okay, los geht's. Okay. Oh, die kenne ich noch. Lol. Hä? Sehr geil. Dieser scheiß Pumpkin-Kopf, Digga. Sehr geil. Okay. He's coming. Alles klar. Ja, yeah, Digga. Yeah, okay. Let's go. Das ist geil. No. No way, was? What the fuck? Okay. Jo. Oh shit. Yo, wie schnell, Digga. Oh, Ninja Skin. Oh. The fuck you say to me, you little shit. You kiss your mother with that mouth? Junge. Ey, jetzt mal Real Talk, das kennt jeder, aber wir müssen den originalen Clip mal gucken. Yo! Tschüss! Girls be like. Oh shit! Er guckt sie an, Digga! John Wick? Ja! Oh, den kenn ich. Oh, das, ja, das ist wild. Lol. Der Typ, so richtig locker. Digga, wenn du einen Crush hast, Digga, und dann so cool sein willst, weißt du? Und dann so, Ding. Okay. Oh, Boogie Bomb. Let's go, Digga, Disco. Boogie Bomb. Aus dem Trailer. Ja! Junge geil! Mann, geil! Ja, sehr geil! Ja, und da guck ich! Oh mein Gott! Oh. Hä? Was kommt jetzt? Der beste Grab! Wow! Okay. Ja, die OG-Zeiten! Digga, es war so schöne Zeiten! Ey, aber das ist wild, Digga, das ist wild! Oh mein Gott! Okay. Was? The Boys? Oh, yo! 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 Alter! Okay. Was kommt jetzt? Digga, das ist ja über OG. Wie lange ist das her? Unnormal. Raven Skin? Immer der eine Maiden Skin nicht ich hat, schwöre, Digga. Ich schwöre, Digga. Junge. Immer. Schade. Grüße gehen raus an Fortnite Mörder, Digga. Was? Hallo? Wir machen weiter, Digga. Ja, wir machen weiter. Und jetzt kommt Hype, Alter. Nein. Ah, wie lame, Digga. Dann auch, jetzt kommt was Krasses, Digga. Hä? Dead, nein. Boah, Digga, ja, safe, cool. Ey, als ich angefangen habe, Fortnite zu übertrieben zu zocken, immer wenn ich mein Gott. Paletten gesehen habe, Digga. Immer. Ah, stimmt! Der Meme war doch im Supermarkt, Digga! Ja, Digga! Ist ja geil! Oh, Digga, wild! Stell dir vor, das ist echt im Game, Digga! Ich schwöre! Zone? Ich schaff's grad noch rein! Nein! Er hat den Gamepuls! Und! Oh! Digga! Voll hochgenommen. Jetzt kommt der Storm. Oh, Zone. Hä? Oh, oh. I won't let you blow. Break kick.
cooking your ass, not Krusty Krab. Shit. Er wirft einen Fisch in den Nullpunkt. Let's go. By the way, RIP Nullpunkt. Das hatte ich mal da. Sehr geil. Oh, Digga, diese Mini-Hits. Herzschmerz. Herzschmerz. Ja. Ich hab's gehasst. Oh, just a default. Oh, wie süß. Oh, ach du Scheiße. Oh, shit. Jetzt geht's los, Lukas. Kennst du den Clip?